Ein Jahr lang war springreiterlich Pause in der Wiener Stadthalle. Jetzt gibt es das Wiener Pferdefest und es darf natürlich einer nicht fehlen, nämlich Österreichs Paradereiter Hugo Simon. Hugo, das Turnier hier in der Stadthalle hat eine lange Tradition, ist jetzt ganz neu. Was sind so die ersten Eindrücke, die du schon gemacht hast hier an diesem Wochenende? Ja, ich muss sagen, natürlich, das Stadthallenturnier gehört einfach zu Österreich und es ist ja auch das populärste Turnier, das wir hier haben. Und Niedetzki konnte ja nicht mehr, er war ja schon etwas älter geworden und konnte das nicht mehr machen. Und jetzt hat es natürlich ein Junge übernommen, der viele gute Turniere schon gemacht hat, der Herr Göllner. Und da sehe ich kein Problem, dass das nicht weitergehen sollte. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, dieses Wochenende das Thema Alter und Hugo Simon nicht anzuschneiden. Aber jetzt, wo du selber tust, dürfen wir nicht vergessen, du bist unwesentlich jünger als Peter Niedetzki. Du wirst hier auf jeden Fall an den Start gehen. Warst heute auch schon mit Caldato am Start, hast zwei weitere Pferde. Geht auch in die große Tour natürlich, es geht zum großen Preis und da dann voller Angriff? Ja, selbstverständlich. Ich meine, ich habe ihn ja schon viermal gewonnen und wir werden versuchen, das fünfte Mal zu tun. Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen und ich hoffe und ich bin ganz überzeugt davon, wir werden noch einmal an dieser Stelle die Gelegenheit haben, miteinander zu plaudern. Ja, ich hoffe auch. Danke.